Snapstone! Und damit kommen wir zurück bei Super Meat Boy. Yeah. So, wir machen die Warp-Zone weiter, die wir letztes Mal nicht geschafft hatten. Ach, das war die. Ja, dann sterbe ich mal gleich, weil ich mir denke, dass das auch eigentlich relativ simpel gehen sollte. Ach komm, ey, jetzt habe ich einen Tag nicht gespielt und dann passiert sowas schon wieder. Okay. Innerhalb von 30 Sekunden haben wir gleich mal die Warp-Zone wieder vergeigt. Na klar. Okay. Okay. Oh, wo sind meine Skills von gestern? Welche Skills, fragt ihr euch? Ach. So, so, zack, 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 hoch. Oh, come on. Ich fass es nicht. So, los, los, los. Okay. Langsam komme ich wieder rein. Habe ich das Gefühl. Da warten und runter. Zack. Und jetzt gehen wir langsam mit entgegen. Wie gesagt, das ist ja alles noch nicht schwer. Das ist ja hier relativ simpler Part. Muss man nur auf achten, einmal hier abzuspringen und dann auf den zu warten. Hier hoch. Oh. Oh. Gottes Willen, ich bin viel zu früh da hoch da drin gesprungen. Okay, nochmal. Zack, zack, zack. Vielleicht sollten wir doch erstmal rein. Ich überlege gerade, es ein bisschen anders zu machen. Okay, direkt in den Gegner reinzurennen wäre schon eine Alternative, aber wollte ich nicht machen. Ciao. Und zwar, um es ein bisschen eifriger anzugehen. Vielleicht erstmal hochgehen. Da haben wir nicht so viele Ärgernisse. So. Dann rutsche ich mal ein bisschen runter. So. Dann springen wir gleich über Bandage Girl. Zack. Hier aufpassen. Da könnte ja jetzt gleich jemand wieder kommen. So, und zack, befreit. Sehr gut. Nächste Ebene. Aber hier rüber, dann hier rauf. Oh, come on. Echt. Zack. Zack, zack. Hier. Dann. Lieber nochmal kurz austesten. Uiuiui. Da kommt schon wieder der eine. Ja, kurz warten. Ach, come on. Nein! Ich bin mir dann nie so sicher, wann ich am besten rüberspringen soll. Nein! Ah, wieder in die Pfütze rein. Echt. Aber es war gar nicht so schlecht, wie wir das am Anfang gelöst haben. Ja, ja. Dass wir erstmal da hochmarschiert sind. Weil wir können da eh noch nichts machen. Und so kommen wir schon mal hoch. Hui! Zack. Noch ein bisschen schneller. Bevor die komplett weg sind. Und zurück zu Bandage Girl. Okay. Zack rüber. Hier hin. Den warten wir einmal kurz ab. Und dann springen wir da rüber. Und hier hin. Ich springe einmal kurz. Ach, come on. Echt? Nein. Unecht. Nur mit den schwarzen Zehen. Oh, wie nah der kam. Oh, der kommt mir auch so nah. Nein! Was ein bisschen Konzentration vielleicht ausmachen könnte. Ich weiß es nicht. Ich hatte sie noch nie.
So. Viel zu früh abgesprungen. Ja, wir wissen, diese kennen sie, wie lieben sie die Warp Zone. Okay. Hm. So, erstmal hier hin. Na komm, das kriegen wir jetzt hin. Hm. So. Runterrutschen lassen. Zack. Und jetzt mal ein bisschen die Beeilung. Und super. Okay, und rein zu Bandage Girl. Nochmal 3 Leben. Und ich weiß noch gar nicht, wie das letzte Level aussieht davon. Weil es einfach so unfassbar grausam ist gerade hier. Wir haben es geschafft. Okay. Von unten kommt ein paar an. Was ist das? Habt ihr das gesehen? Da war die Rolle ganz hinten. Wie soll ich die denn bekommen? Hä? Nein! Dann muss ich dagegen springen. Okay. Nein, ich hätte es geschafft, ich hätte es geschafft. Nochmal dann hoch und dann zurück. Auf in die Warp Zone. Also zumindest hätte ich das Ding bekommen. Ich weiß aber nicht, wie ich Bandage Girl bekommen hätte. Das wäre nochmal eine andere Sache. Die wir hätten später erkunden müssen. So. Runter. Zack, runter, runter. Und schön vorbei an allen. Auch am Bandage Girl vorbei. Die denkt sich so, hey, warum hast du mich befreit und lässt mich dann nicht hier links liegen? Weil du doch eh verschwindest. Okay. Ich wollte mal was wagen. Ganz ehrlich, Leute, ich wollte mal was wagen. Wusste nicht, ob das so... Nein, jetzt darf ich es nicht mehr wagen. Sonst müssen wir es gleich nochmal wiederholen alles. Ich wag's mir trotzdem. Es geht so. Es geht so. Oh, komm. Ich bin dagegen gekommen. Ich hasse es. Ich hasse es jetzt schon, das Level. Wo sie ihn noch gar nicht so oft gespielt haben. Nein! Okay. So, jetzt hier rüber. Viel zu weit, viel zu weit. Ja, ja. Ich weiß schon, Warp Zone und so. Komm. Zack, da brauchen wir uns nicht anschauen, da kennen wir alles. Aber sicher jetzt, da können wir auch schon blind machen. Wow, beinahe wäre ich nicht reingesprungen. Das wäre dann nicht so praktisch gewesen. Zack. Okay. Und jetzt. Zack, 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 zack. Wow, genial. Klappt jedes Mal. So, fast jedes Mal. Ich stand noch nicht mal oben drauf. Wie sadistisch war das denn? Wow, ich hab's geschafft. Jetzt hier rüber. Okay. Nein! Wieso? Wieso? Nein! Ich kann natürlich wirklich versuchen rüber zu springen und dann wieder nach links zu gehen, das ist wieder mit einem anderen Ding. Wie wir es schon mal geschafft haben gerade eben, aber... Ich bin mich da nicht so sicher, ganz ehrlich. Ach komm, jetzt habe ich es total vertimt. Na komm, kriegen wir vielleicht doch noch hin. Zack. Ach, nochmal was vertimt. Das
wir das hinbekommen. Jo. So, und... Zack. Okay. Kein Problem, dieses Level. Nächstes Level. Nächstes Level. Verflucht, zu spät los. Jetzt. Auch kein Problem, nächstes Level. Ha. Einfach zu gut. Wie soll ich jetzt da wieder hochkommen? Hä? Okay. Komm ich hier durch? Nein. Komm schon. Ach, okay, rein hier. Die sind aber unfair. Einmal links, einmal rechts, einmal links vorbei. Und da schaffen wir es nicht. Wir machen uns Brei. Nein! Oh, diese verfluchte Warpzone, wie ich sie hasse, wie ich sie hasse. Wie ich sie hasse. Ja, ja. War Absicht. Ich total wieder vergeigt habe hier. Wow, das war knapp. So. Was? Ich bin gegen dieses grüne, dieses Blubberding gestorben. Bin ich noch nie. Nicht, dass ich wüsste. Also gegen den meine ich damit. Ich war zu schnell, glaube ich. Das war mein Nachteil. Ich bin schon wieder gegen das Vieh gestorben. Okay, rein in die Warpzone. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. So, das kriegen wir doch hin. Das sollten wir doch gebacken bekommen. So, jetzt haben wir ein bisschen Zeit länger gebraucht als vorher. Das sollte auch nicht das Problem sein. Ja, genau. Wow, Meat Boy. Wow. Hauptsache mit eleganten Riesensprüngen. Zack. Okay, den Meter haben wir jetzt auch. Und... Nein! Was war das? Was war das? Und nochmal. Und... Yes! Ich muss diese verfluchte Bandage haben da drüben. Wir haben es schon ein paar Mal bekommen, also das ist nicht so... Jetzt werden wir die wirklich bekommen. Okay, wir sind drüben. Jetzt noch das, hier rüber. Jetzt hier, hier. Verfluchte Scheiße! Ach, komm. Oh, nochmal ein Leben. Ich habe wieder nur ein Leben. Nur ein Leben. Only one lives forever. Und ich bin schon wieder tot. Super. Ach, echt, wenn ich die Warpzone in diesem Part nicht schaffe, dann werde ich die offscreen versuchen zu machen. Ihr habt ja jetzt alle Level gesehen. Und ich weiß nicht, ob das so interessant ist, wenn ich 20 Parts nur mit diesem einen Level mache. Ich weiß ja nicht, wer das sehen möchte. Ich kann ja mal nachfragen. Ich werde dann auf diesen Part achten. Werde auf diesen Part achten. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, ob ihr das sehen wollt, wie ich dieses Level beende. Ich kann es ja jederzeit nachholen. Oder ob ihr sagt, ja, wir haben jetzt die Level gesehen, die da drin inklusive sind. In dieser Warpzone. Und du machst die Warpzone einfach offscreen. So. Kurz am Bandage Girl vorbei. Es wird schon wieder kälter in diesem Raum. Hallo. Ja, das ist der Timer. Der sagt 14 Minuten 29. Ich weiß nicht, was sie wollte. Sie hat jedenfalls ihre Augen verdreht danach. Das war nicht, was ich wollte von... Keine Ahnung, was los ist. Mach doch die Tür jetzt weit auf. Wow! Okay, 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 okay. Nein! Okay, das war's nicht.
Das war's auch nicht. Noch einmal. Komm. So. Ach, come on, Leute. Ey, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Schreibt in die Kommentare, falls ihr das sehen wollt, nochmal. Wir würden sonst die nächsten Parts erstmal hier weitermachen. Bis denn. Ciao, ciao.